Im letzten Teil unseres kleinen Cubase-Kurses wollen wir unseren Mix nun auf die entsprechende Lautheit bringen und anschließend unser Ergebnis als MP3 bzw. WAV-Datei exportieren. Also viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Im neunten und damit letzten Teil unseres kleinen Cubase-Grundkurses wollen wir unseren Titel nun noch auf die entsprechende Lautheit bringen und anschließend unser Ergebnis exportieren, sodass wir es dann auf unseren entsprechenden Medien natürlich uns anhören können. Ich gehe jetzt in eine kleine Sommerpause und wir sehen uns dann im Herbst mit neuen Videos wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Zeit und vielleicht schaut ja der ein oder andere noch eins meiner Videos. Also viel Spaß jetzt bei Teil 9 und wir gehen dazu rüber in die Session. Auf geht's! So, und wir sind jetzt hier in Cubase angekommen und ich hatte ja schon gesagt, wir wollen eventuell einzelne Stimmen noch mit Automationen versehen. Ich würde zum Beispiel hier diese Akustikgitarre im Refrain etwas lauter machen als in den einzelnen Strophen. Dazu klicken wir in dem unteren Bereich der Spur hier auf dieses kleine Häkchen und es öffnet sich ein Feld mit den Automationen. Wir haben also hier die Lautstärke automatisiert und können natürlich hier viele, viele andere Sachen automatisieren. Und ihr seht schon, ich habe hier einen kleinen Sprung eingezeichnet. Wir sehen also, wenn wir jetzt abspielen. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wenn wir jetzt einfach nochmal zurückspulen, wir können es jetzt hier am Regler, hier dieser Akustikgitarre, wenn wir jetzt an der entsprechenden Stelle sind, könnt ihr sehen, wenn dieses Read-Zeichen, also dass diese Automation gelesen wird, eingeschaltet ist, dann wird auch die Aufzeichnung der Federstellung natürlich dann entsprechend mit abgespielt. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Ja, und so können wir unsere Spuren uns entsprechend mit Automationen entsprechend bearbeiten. Wir nehmen also jetzt hier unser Stiftwerkzeug, können jetzt hier an beliebiger Stelle Punkte setzen und können so entsprechende Kurven einzeichnen, können jetzt hier mit dem Radiergummi entsprechend uns das alles wegschieben und wenn wir hier einen Punkt angreifen, dann können wir ihn entsprechend hoch verschieben oder runter verschieben. Wir werden also jetzt hier einfach nochmal diesen Punkt löschen. Und ich könnte jetzt hier eine Steigerung zum Beispiel einbauen, dass ich jetzt zum Beispiel die Drums kurz vor dem Refrain, wenn ich da einen Snare Roll habe oder so, dann könnte ich hier entsprechend die Lautstärke leicht ansteigen lassen, so dass man entsprechend Spannung dann hineinbekommt. Ja, und so kann man sich Stück für Stück dann natürlich sein eigenes Feintuning gestalten. So, und jetzt möchten wir unseren Titel natürlich noch auf Lautheit bringen. Dazu öffnen wir mit der Taste F3 unseren Mixer, gehen in unseren Stereo-Out-Kanal und wir sehen schon, ich habe hier schon mal zwei Insert-Effekte hineingeladen. Einmal den Maximizer und einmal den Brickwall Limiter. Und mit dem Brickwall Limiter
möchte ich jetzt einfach anfangen. Diesen habe ich auf minus 1 dB gestellt. Dieser Limiter wird also alle Werte, die jetzt über diese minus 1 dB drüber hinausschlagen, alle Transienten werden dort gnadenlos abgeschnitten, so dass ich über die 0 dB eigentlich nicht hinausfahren kann. Und mit dem Maximizer, den wir hier haben, kann ich jetzt entsprechend meinen Titel auf Lautheit bringen. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich brauche deine Nähe. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Hab seit Tagen an nichts anderes gedacht. Und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Jeden Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir. Ja, jetzt wissen wir zwar, dass wir jetzt unseren Titel entsprechend lauter machen können, aber wie laut wir denn da wirklich sind, das wäre ja interessant zu wissen. Deswegen gehen wir nochmal auf unsere Startseite, und wenn wir hier unsere rechte Zone einblenden, dann können wir hier unser Master Meter sehen. Egal was ich mach. In jedem Gedanken, da schleichst du dich ein. Du hast zu mir. Und wir haben jetzt hier einen Button Lautheit, und diese wird in LUFS angegeben, und die entsprechenden verschiedenen Plattformen wollen natürlich dann unterschiedliche Lautheiten haben. Bei YouTube zum Beispiel ist es minus 14 dB, also wenn ich mein Master auf minus 14 dB bei YouTube abgebe, dann wird dort nichts abgeschnitten und es sollte eigentlich dann in der Lautheit erklingen, wie ich es abgegeben habe. Gebe ich das allerdings mit minus 20 LUFS ab, dann wird auch nichts hinzugefügt. Also wenn ich dann doch ein halbwegs gutes Master präsentieren will, dann sollte ich schon in diesen Lautheitbereich hineingehen. Gehe ich jetzt allerdings noch etwas lauter hinein, zum Beispiel auf minus 12 LUFS, dann wird von YouTube automatisch das so weit runtergerechnet, dass wir nur noch diese minus 14 LUFS haben. So, dieser Wert LUFS wird also als durchschnittlicher Lautheitswert über die Gesamtheit des Titels errechnet. Wenn ich jetzt hier gesagt, ich lass dich allein, und dabei bist du hier mal meinen Titel wieder anfahre und fahre dann keine Minute, die du mir noch lässt. Irgendwie häng ich total an dir fest und jeder stille Moment gehört dir. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich brauche deine Nähe. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Hab seit Tagen lang nichts anderes gedacht. Und krieg dich nicht aus dem Kopf. Ja, also so haben wir es ziemlich gut auf minus 14 LUFS eingepegelt, und damit haben wir also unseren Titel jetzt schon auf Lautheit gebracht. Als letztes Plugin in diese Kette können wir jetzt noch dieses UFI 22R hineinlegen. Das Gerät macht nichts anderes, als zum Schluss
auf 16 Bit umzurechnen. So wie es ist, kommt es einfach als letztes in die Kette und somit können wir jetzt unseren Mix exportieren. Wir gehen dazu wieder in unser Hauptfenster, ziehen hier diesen Markerbereich über den kompletten Bereich unseres Songs und können jetzt einhergehen und den Titel entsprechend exportieren. Wir gehen also auf Datei, exportieren, Audio Mixdown und wir kommen dann dieses Fenster. Das ist jetzt mein Cubase 8 Programm oder der achte Teil, besser gesagt, es ist ja jetzt schon der neunte Teil. Master. So, ich möchte das Ganze dann entsprechend vielleicht mal als MP3-Datei exportieren. Kann also hier wählen, in welchem Format ich das Ganze exportieren möchte. Ich wähle jetzt hier MP3. Diese MP3-Datei soll in 44,1 kHz und sagen wir mit 192 Kilobit pro Sekunde exportiert werden. Ich kann das hier also frei wählen und kann dann sagen, was soll denn alles exportiert werden. Also ich habe jetzt hier meinen Stereo Out ausgewählt, um also mein komplettes Projekt zu exportieren. Könnte aber ebenfalls sagen, ich will zum Beispiel kurze Stems raus kopieren und möchte zum Beispiel mal nur die Gitarren exportieren. Oder ich möchte mal nur die Flächen exportieren, dann oder nur den Chor. Wir können das dann hier also der Reihe nach alles anwählen. Ich möchte aber jetzt meinen Stereo Out exportieren. Und das war es eigentlich schon mit den Einstellungen. Ich gehe auf Audio exportieren. Und da fängt er auch schon an und schreibt jetzt diesen Titel als MP3-Datei. So, und da ist er schon fertig und wir finden jetzt diese Datei entsprechend in unserem Cubase-Ordner Musik Cubase 21. Und haben hier unser Cubase Master. Wenn ich das jetzt mal anschalte. Seit Wochen nur müde und neben der Spur. Und es ist jeden Abend dieselbe Tour. Ich krieg meinen Kopf nicht mehr stumm. Ja, und somit haben wir also unseren Titel fertig und wir können ihn genießen. Ja, das war also das fertige Ergebnis unseres kleinen Cubase-Kurses. Ihr seht also, dass dann in so einem Titel doch schon einiges an Arbeit drinsteckt. Man kann das Ganze natürlich noch viel, viel weiter ausfeilen und an den großen Produktionen merkt man natürlich, wie viel Arbeit dort noch dahinter steckt. Natürlich wird dort auch viel mit Plugins gearbeitet, die da von Drittanbietern sind. Aber ich denke, mit den hauseigenen Mitteln von Cubase sind wir schon sehr gut aufgestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bei diesem kleinen Kurs. Wünsche euch viel, viel Spaß beim Probieren. Ich freue mich natürlich auch heute wieder über einen Daumen nach oben. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann im Herbst, hoffentlich gesund und munter, alle wieder. Bis dahin, euer Rico. Ciao.